Fräulein Hasenclever, schicken Sie mir jetzt bitte mal die Frau Becker und den Herrn Hausmann herein, danke. Ah, Frau Becker, Herr Hausmann, bitte, nehmen Sie Platz. Wie bitte? Moment. Das haben wir sofort. In meinen Unterlagen steht aber eindeutig Peter Hausmann. Vom Beruf Hausmann. Ja, das ist mir jetzt unangenehm. Hier steht Beruf Bäcker. Das kann passieren. Das ändern wir um, da hat das seine Richtigkeit. Sie sind also dann jetzt Herr Bäcker. Bäcker wie Brötchen oder wie Boris? Ah ja. Und Sie sind dann vom Beruf Hausmann. Haha. Ja, wie? So richtig mit Kochen, Putzen, Waschen, allem drum und dran? Wie bitte, Frau Becker? Wir leben im 20. Jahrhundert, das ist völlig richtig, aber ich meine, es ist doch schon eher selten, dass man mal jemand persönlich gegenüber sitzt, der in dieser Weise aktiv ist. Deshalb sind Sie nicht hier, das ist völlig richtig. Frau Becker, Herr Hausbecker, ich habe Sie zu mir gebeten, weil mir jetzt die Ergebnisse der Fruchtwasseruntersuchung und der genetischen Embryoanalyse vorliegen und ich Sie über die Anpassung Ihrer Beiträge zur Krankenversicherung informieren möchte. Sie haben ja seinerzeit trotz gegenteiliger Beratung durch uns als zuständige Krankenkasse darauf bestanden, Ihren Nachwuchs auf herkömmliche Weise durch Beischlaf zu zeugen. Das heißt, Sie sind bewusst das Risiko eingegangen, die genetischen Anlagen Ihres Kindes dem Zufall zu überlassen. Und das, obwohl wir Sie ausführlich über die mangelhafte Qualität Ihres eigenen Erbgutes informiert haben. Meine Aufgabe ist es heute erstmal nur herauszufinden, ob Sie sich Ihr persönlich gezeugtes Wunschkind finanziell erlauben können. Daher nehme ich nämlich meinen Unterlagen, Frau Becker, dass Sie bei uns bereits in drei Risikogruppen erfasst sind. Als Frau, Raucherin und aufgrund mangelhafter Zahnpflege. Aha. Ja, da zahlen Sie bereits hier Zuschläge zur Krankenversicherung in Höhe von 70%. Sie, Herr Beckmann. Herr Becker, Entschuldigung. Sie sind vorbelastet mit Haltungsschäden, Naschsucht mit daraus resultierendem Übergewicht. Ja. Ja, und Sie haben jetzt bereits 2 Jahre hintereinander den obligatorischen Nachweis über die regelmäßige sportliche Betätigung nicht beibringen können. Ihr Zuschlag liegt bei 80%. Gemeinsam zahlen Sie jedenfalls bereits heute das 2,5-fache des Grundbeitrages zur Krankenversicherung. Da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Das ist richtig, Frau Becker. Die Analyse der Erbanlagen des von Ihnen persönlich gezeigten Embryos kommt jetzt zu folgendem Ergebnis. Es handelt sich um ein Mädchen. Die Erbanlagen der Mutter sind dominant. Das heißt, es wird, wie der Volksmund so schön sagt, charakterlich und äußerlich auf Sie kommen, Frau Becker. Womit die Kleine durchaus Schwein gehabt haben dürfte. Wenn ich jetzt allerdings heute noch erfahre, dass Sie, Herr Backhaus, Herr Becker, dass Sie als Hausmann quasi die Hauptlast der Erziehung übernehmen werden. Ja. Können wir ja wohl von vornherein davon ausgehen, dass Sie aufgrund Ihrer Naschsucht Ihre Tochter mit Süßigkeiten vollstopfen werden. Dass die Kleine dann auch nur ihre Abnahme gegen sportliche Betätigung jedweder Art übernehmen wird, das führt uns ja leider in Zusammenhang mit Ihrer mangelhaften Zahnpflege, Frau Becker, zu einem weiteren Zuschlag von 70%. Das heißt, wenn Sie dieses Kind unbedingt zur Welt bringen müssen, wenn Sie für sich und Ihren Nachwuchs in einem Zuschlag von 350% zur Krankenversicherung belastet sein, das entspricht bei einem gegenwärtigen Beitragssatz von 14%, ganz genau 63% Ihres Bruttolohnes, Frau Becker. Davon übernimmt natürlich nach wie vor 7% der Arbeitgeber. So. Da zählen wir jetzt nochmal Ihre Beiträge zur Arbeitslosen-, Renten- und Pflegeversicherung, weitere Fixkosten wie Miete etc. hinzu. Und dann frage ich Sie jetzt allerdings offiziell, Frau Becker, wie Sie und Ihr Hausmann die ordnungsgemäße Aufzucht dieser Tochter überhaupt gewährleisten wollen. Ohne dass wir gleich von vornherein wieder weitere Zuschläge wegen chronischer Unterernährung mit einplanen müssen. Was, fairerweise gesagt, langfristig zum Wegfall Ihres Übergewichtszuschlages führen würde, Herr Becker.
Sie brauchen die Frage heute gar nicht zu beantworten. Frau Becker, Sie haben laut gesetzt, nach Bekanntgabe dieser genetischen Embryoanalyse, 5 Tage Zeit, sich die Austragung dieses speziellen Fötus noch einmal zu überlegen. Ich darf Ihnen deshalb noch einmal unsere Broschüre über die Möglichkeiten der geplanten Fortpflanzung im Reagenzglas ans Herz bzw. Portemonnaie legen. Diese Broschüre enthält eine ausführliche Kosten-Nutzen-Analyse für alle Modelle. Und wenn Sie bitte noch einmal mit spitzem Bleistift rechnen, je nachdem, wie viel Geld Sie heute für eine ganz bestimmte Erbanlage investieren, das sparen Sie doch langfristig auch. Was Sie sonst für Nachhilfeunterricht, Make-up oder größere Operationen ausgeben müssen. Außerdem garantieren wir bei Wahl eines Kassenmodells Zuschlagfreiheit für das ganze Leben Ihres Kindes und in diesem Falle ist für Ihren Nachwuchs oder der Rechtsweg ausgeschlossen. Frau Becker, lassen Sie sich die Sache mit Ihrem Bauch einmal durch den Kopf gehen. Herr Becker, Frau Becker, wir sehen uns in 5 Tagen. Fräulein Hasenclever, die nächste. Fräulein Hasenclever, schicken Sie mir jetzt bitte mal die Frau Becker und den Herrn Hausmann herein, danke. Ah, Frau Becker, Herr Hausmann, bitte, nehmen Sie Platz. Wie bitte? Moment. Das haben wir sofort. In meinen Unterlagen steht aber eindeutig Peter Hausmann. Vom Beruf Hausmann. Ja, das ist mir jetzt unangenehm. Hier steht Beruf Bäcker. Das kann passieren. Das ändern wir um, da hat das seine Richtigkeit. Sie sind also dann jetzt Herr Bäcker. Bäcker wie Brötchen oder wie Boris? Ah ja. Und Sie sind dann vom Beruf Hausmann. Haha. Ja, wie? So richtig mit Kochen, Putzen, Waschen, allem drum und dran? Wie bitte, Frau Becker? Wir leben im 20. Jahrhundert, das ist völlig richtig, aber ich meine, es ist doch schon eher selten, dass man mal jemand persönlich gegenüber sitzt, der in dieser Weise aktiv ist. Deshalb sind Sie nicht hier, das ist völlig richtig. Frau Becker, Herr Hausbecker, ich habe Sie zu mir gebeten, weil mir jetzt die Ergebnisse der Fruchtwasseruntersuchung und der genetischen Embryoanalyse vorliegen und ich Sie über die Anpassung Ihrer Beiträge zur Krankenversicherung informieren möchte. Sie haben ja seinerzeit trotz gegenteiliger Beratung durch uns als zuständige Krankenkasse darauf bestanden, Ihren Nachwuchs auf herkömmliche Weise durch Beischlaf zu zeugen. Das heißt, Sie sind bewusst das Risiko eingegangen, die genetischen Anlagen Ihres Kindes dem Zufall zu überlassen. Und das, obwohl wir Sie ausführlich über die mangelhafte Qualität Ihres eigenen Erbgutes informiert haben. Meine Aufgabe ist es heute erstmal nur herauszufinden, ob Sie sich Ihr persönlich gezeugtes Wunschkind finanziell erlauben können. Daher nehme ich nämlich meinen Unterlagen, Frau Becker, dass Sie bei uns bereits in 3 Risikogruppen erfasst sind. Als Frau, Raucherin und aufgrund mangelhafter Zahnpflege. Aha. Ja, da zahlen Sie bereits hier Zuschläge zur Krankenversicherung in Höhe von 70%. Sie, Herr Beckmann. Herr Becker, Entschuldigung. Sie sind vorbelastet mit Haltungsschäden, Naschsucht mit daraus resultierendem Übergewicht. Ja. Ja, und Sie haben jetzt bereits 2 Jahre hintereinander den obligatorischen Nachweis über die regelmäßige sportliche Betätigung nicht beibringen können. Ihr Zuschlag liegt bei 80%. Gemeinsam zahlen Sie jedenfalls bereits heute das 2,5-fache des Grundbeitrages zur Krankenversicherung. Da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Das ist richtig, Frau Becker. Die Analyse der Erbanlagen des für Ihnen persönlich gezeigten Embryos kommt jetzt zu folgendem Ergebnis. Es handelt sich um ein Mädchen. Die Erbanlagen der Mutter sind dominant. Das heißt, es wird, wie der Volksmund so schön sagt, charakterlich und äußerlich auf Sie kommen, Frau Becker. Womit die Kleine durchaus Schwein gehabt haben dürfte. Wenn ich jetzt allerdings heute noch erfahre, dass Sie, Herr Backhaus, Herr Becker, dass Sie als Hausmann quasi die Hauptlast der Erziehung übernehmen werden. Ja. Können wir ja wohl von vornherein davon ausgehen, dass Sie aufgrund Ihrer Naschsucht Ihre Tochter mit Süßigkeiten vollstopfen werden. Dass die Kleine dann auch nur ihre Abnahme gegen sportliche Betätigung jedweder Art übernehmen wird, das führt uns ja leider in Zusammenhang mit Ihrer mangelhaften Zahnpflege, Frau Becker, zu einem weiteren Zuschlag von 70%. Das heißt, wenn Sie dieses Kind unbedingt zur Welt bringen müssen,
wenn Sie für sich und Ihren Nachwuchs in einem Zuschlag von 350% zur Krankenversicherung belastet seien. Das entspricht bei einem gegenwärtigen Beitragssatz von 14%, ganz genau 63% Ihres Bruttolohns.